Ja, hallo, schönen Abend, guten Abend Berlin. Hören mich alle? Passt, sehr gut. Ja, wir starten unseren Streifzug durch die Entstehung der Pflegesoap Nicht wieder Mary mit einem kurzen Trailer. Morgen ist ein wichtiger Tag. Die Welt braucht. Und wie geht's? Haben wir heute Stuhlfahrt? Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Du bist die Beste von allen. Sind Sie wahnsinnig? Assi. Leg mich, du Arsch! Und aus dem Mund? Und? Wie früher. Die Welt braucht dich. Weil ich ein geregeltes Leben will. Ja, Sie sehen, wir nehmen das Motto Who cares wirklich ernst. Darf ich vorstellen, das ist Mary bzw. Miriam. Sie ist ungefähr 30 Jahre alt, sie ist Pflegeassistentin, sie ist Wienerin mit Migrationshintergrund und sie ist die Hauptfigur von Nicht wieder Mary, der einzigen Social-Media-Pflege-Soap-Opera, die zumindest wir kennen. Und ich bin Klaus Kinnesberger. Ich bin vom WAF, dem Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds. Wir sind eine Einrichtung der Stadt Wien und Sie fragen sich sicher, wer oder was soll denn dieser WAF sein? Ganz kurz, in Deutschland kennen alle die Agentur für Arbeit. In Österreich kennen alle das Pendant dazu, das Arbeitsmarktservice. Die Hauptzielgruppe sind hier Menschen ohne Arbeit. In Wien hingegen gibt es eine zusätzliche Einrichtung, nämlich den WAF. Und wir unterstützen vor allem jene, die eine Arbeit haben. Wir sind auf Initiative der Stadt Wien und der Sozialpartner vor 30 Jahren gegründet worden. Und wir haben für ganz viele Wienerinnen und Wiener ein Angebot. Nämlich Information rund um Beruf und Weiterbildung, Beratung und Coaching. Außerdem Geld für berufliche Aus- und Weiterbildung und spezielle Ausbildungsprogramme zur Entwicklung von Fachkräften. Eben genau auch im Pflegebereich. Um es kurz zu sagen, der WAF ist einzigartig in Europa und das ist auch so ein bisschen unsere Stärke. Wir können vieles ausprobieren, so wie die Pflegesoap. Um nochmals aufs Motto zurückzukommen, who cares, Mary cares. Und wir schauen uns jetzt an, wie es ihr am ersten Tag in der neuen Arbeit ergeht. Alles, was Sie brauchen, ja? Dann sehen wir uns am Abend wieder, ja? Wir müssen wirklich weiter. Wir sind schon im Verzug. Aber wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen. Ja, eben. Ja, Pflege. Ich glaube, ich erzähle jetzt nicht wirklich etwas Neues, wenn ich sage, dass es in Wien sowie auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas einen enormen Bedarf an Fachkräften in der Pflege gibt. Dafür gibt es natürlich auch einen Hauptgrund und das ist die Demografie. Nur ein paar Zahlen dazu. Derzeit haben wir in Wien bei rund 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern 93.000 Personen über 80. 2030 werden es schon 107.000 sein und 2043 127.000. Wenn man sich jetzt die Pflegebranche selber anschaut, so gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung. Wir haben mehr als 50% der Beschäftigten in Wien, die über 45 sind und mehr als 20% sind sogar über 55. Das heißt, in den kommenden 10 Jahren
wird da ein großer Teil der Personen schrittweise in den Ruhestand gehen. Es geht also gerade ein Gap auf und das zeigt, wie notwendig es ist, Einsteigerinnen in den Pflegeberuf zu gewinnen. Aber was tun? Es gibt natürlich viele Wege, um die Pflege attraktiver zu machen. Verkürzung der Arbeitszeiten, Erhöhung der Löhne. Das ist etwas, worüber ich heute explizit nicht sprechen möchte, weil wir als WAF dazu nicht die Kompetenz haben und auch keine Interessenvertretung sind. Aber in Wien haben wir zwei echte Hebel. Erstens sind wir das jüngste Bundesland in Österreich. Wir haben ein Durchschnittsalter von knapp 41 Jahren. Sprich, wir haben relativ viele junge Menschen, die in die Pflege einsteigen könnten. Zweitens gibt es sehr attraktive Angebote zum Einstieg in die Pflege, zum Beispiel das Modell der Emplacement-Stiftung. Hier gibt es quasi ein magisches Dreieck zwischen Arbeitslosen, Einsteigerinnen, Ausbildung und Arbeitgeber. Das Angebot funktioniert anhand eines Beispiels so. Jemand möchte sich umschulen, zum Beispiel ein Taxifahrer, der den Schritt in die Pflege wagen will. Er bewirbt sich bei einer unserer Partnereinrichtungen, wird dann für den Beruf genommen. Dann weiß er noch, bevor er mit der Ausbildung beginnt, wo er in einem Jahr dann arbeiten wird. Das ist eine Art Jobgarantie, denn wir als WAF finanzieren gemeinsam mit unseren Partnern die Ausbildung und wir finanzieren mit unseren Partnern, und das ist ganz besonders wichtig, in dieser Zeit auch das Geld fürs tägliche Leben. Mindestens 1.400 Euro netto pro Monat für die Zeit der Ausbildung. Das ist ein Instrument, mit dem wir sehr viel Erfahrung haben in Wien und mit dem wir allein 2024 mehr als 1.700 Personen in die Pflege bringen werden. Gut, jetzt haben wir ein Problem und zumindest teilweise eine Lösung. Aber wie kommen wir jetzt zu den künftigen Fachkräften? Bisher haben wir das in der Kommunikation immer recht konventionell gelöst. Denn wie sieht so die klassische Bebilderung von Werbung für Pflege aus? Stockfotos überall, Menschen, die sich aufopfern. Und wir haben uns gedacht, so kann es eigentlich nicht sein, denn die Pflege ist ja an und für sich für viele ein attraktiver Beruf. Wir haben uns die Frage gestellt, gibt es nicht auch Leute, die sich noch nie überlegt haben, vielleicht in die Pflege zu gehen oder die Pflege einfach bisher nicht am Radar hatten? Könnten die nicht auch Zielgruppe von Kommunikationsmaßnahmen sein? Und dann haben wir ein Konzept genauer unter die Lupe genommen, das viel länger eigentlich schon in unseren Köpfen herumgespuckt ist. Viele Menschen schauen Soap-Operas. Ein zutiefst deutsches Phänomen, würde ich sagen. Täglich, wöchentlich, Lindenstraße und das oft auf Monate oder Jahre. Warum sollte dieses Konzept nicht auch auf TikTok, Instagram und sonstige Plattformen umlegbar sein? Gerade eine Soap ist aus unserer Sicht perfekt fürs Thema Pflege. Wer auf Wikipedia nachschaut, wird für den Begriff Soap-Opera sinngemäß zu folgenden Infos kommen. Personen und ihre Beziehungen stehen im Vordergrund. Es entstehen Missverständnisse, es entstehen Konflikte, Emotionen kommen hoch und das Ganze spielt sich an verschiedensten Schauplätzen ab. Das passt natürlich perfekt zum Beispiel zu einem Beruf in der mobilen Pflege, wo Personen, Beziehungen und Orte im Mittelpunkt stehen. Und so haben wir uns Mitte 2022 dazu entschlossen, einen Versuch zu wagen. Und wir haben wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte des europäischen Vergaberechts als öffentliche Einrichtung eine Soap-Opera ausgeschrieben. Und dabei haben wir uns folgende Ziele gesetzt. Die Soap soll ein Türöffner sein für neue Zielgruppen. Sie soll Pflegeberufe mit Pro, mit Contra, aber jedenfalls attraktiv darstellen. Und sie soll natürlich potenzielle InteressentInnen ansprechen. Unsere Zielgruppe haben wir dabei bewusst sehr weit gefasst. Personen im Alter zwischen 20 und 40, Personen, die schon beruflich schon mit Menschen zu tun hatten und Freude auch haben im Umgang mit Menschen. Wienerinnen und Wiener, die sich einen beruflichen Umstieg vorstellen können, zum Beispiel aus dem Dienstleistungsbereich. Stichwort Gastronomie, Stichwort Friseur, Friseurin, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Und so haben wir das dann umgesetzt.
Die Ausschreibung war im März 2023 fertig und wir sind sofort in die Umsetzung gegangen und haben einige Rahmenbedingungen festgelegt. Wir haben Themen vorgegeben, die wir einbauen wollten und die waren mitunter kontrovers. Ausbildung, mobiles Arbeiten, Zeitdruck, Demenz, Körperpflege, Sexualität im Alter, Rassismus, psychischer Druck. All das kam vor und ich möchte jetzt eine Szene zeigen, die wahrscheinlich die kontroverseste war der ganzen Serie. Schicken Sie mir schon wieder eine Ausländerin. Bitte was? Ich bin Österreicherin. Das wirst du nie sein. Was soll das? Kannst du nicht einfach... Sie müssen mich versorgen! Hallo! Die kannst du nicht einfach... Da fehlt jetzt natürlich ein Teil, aber ich glaube auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit kommt die jetzt nicht. Wir haben versucht, die schwierigen Themen in eine positive Grundstimmung einzubauen von Freude, Engagement, Empathie, Kollegialität. Wichtig war uns vor allem auch die fachliche Korrektheit dessen, was wir da an Pflege zeigen. Aber genauso wichtig war es für uns, dass die Pflege attraktiv rüberkommt und als ein Beruf mit Zukunft. Gemeinsam mit unserer Agentur Better haben wir dann am Drehbuch gearbeitet, das damals noch den spannenden Untertitel trug, Sex, Drugs and Rollator. Und als öffentliche Einrichtung ist ein Drehbuch für eine solche Serie natürlich ein intensiver und auch diplomatischer Aushandlungsprozess, vor allem zwischen den Polen frech kontrovers und fachlicher Korrektheit. Es war für uns wichtig, dass die Mary Ecken und Kanten hatte und unsere Partner und Partnerinnen von diesen Ecken und Kanten auch zu überzeugen, war mitunter dann schon ein diplomatischer Aushandlungsprozess. Das Casting war natürlich ein ganz wichtiger Faktor und da sind wir sehr froh gewesen, eine tolle Mischung aus aufstrebenden und etablierten Schauspielerinnen und Schauspielern gefunden zu haben. Hervorheben möchte ich insbesondere die Zeynep Alam, die Mary spielt. Damit jeder Handgriff sitzt, hatten wir auch Pflegerinnen und Pfleger dabei, die sowohl das Drehbuch gecheckt haben, als auch dann die Dreharbeiten begleitet haben. Also das ist alles qualitätsgesichert gewesen. Und ein weiterer Faktor, der für uns sehr wichtig war in der Vorbereitung, die Location-Suche. Es ist einfach wichtig, hier Räumlichkeiten zu finden, die zu den Charakteren passen und immer klar machen, wir sind hier in Wien, wir spüren hier Wien. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Auch hier ein kurzes Beispiel. Ist die Frau, die der Rollator gehört, da oben? Ja, sicher. Sind Sie wahnsinnig? Das können Sie nicht machen. Stoppen Sie das sofort. Ja, die hat Zeit. Die ist fast 100. Ja, ey. Mitfahrt ab 7. Trottel. Das habe ich gehört. Alex, Conny ist da in diesem Karussell da im Prater. Ja, in dem ganz Runden. Was soll ich machen? Okay. Der Verlobte. Arme hoch. Hast du gesehen, der ist wie charmant. Frau Kronmeier, das dürfen Sie nie mehr machen, verstanden? Ja. Aber schaut einmal, was ihr könnt. Julia!
Gut, es lief dann alles recht schnell. Im Juni waren wir mit dem Drehbuch und den Vorbereitungen fertig. Ende Juni haben wir alles innerhalb einer Woche gedreht. Ganz wichtig für das Vorhaben, alles in 9:16, damit wir da auch hundertprozentig auf TikTok, Instagram und YouTube gut unterwegs sind. Und in der Post-Production haben wir natürlich auch auf all das Rücksicht genommen. Nicht nur Schnitt, Bild, Color Grading, Ton, sondern wir haben nicht wieder Mary in 24 Folgen gegliedert, keine länger als 2 Minuten, um hier voll TikTok, Instagram und YouTube Shorts bespielen zu können. Wir mussten berücksichtigen natürlich, dass das Publikum auch nicht seriell schaut, sondern wahrscheinlich auf irgendeine Folge der Serie treffen wird. Für die haben wir dann spezielle Recap-Folgen eingebaut, damit sie relativ gut einsteigen können. Und außerdem haben wir in jede Caption, die es gibt, so viel Info gepackt, dass man relativ schnell erkannt hat, okay, dabei geht es um eine Serie. Und während wir in der Post-Production waren, haben wir eine Begleitkampagne eingebettet. Hier nur ein paar Worte zur Architektur. Hier stand bei uns natürlich die Sachinfo im Vordergrund, vor allem die Angebote zum Einstieg in den Pflegeberuf. Die Begleitkampagne sollte die Gelegenheit geben, Szenen aus der Soap zu erklären und vielleicht auch aufzulösen, weil manches ein bisschen zweideutig war. Und wir wollten natürlich hohe Glaubwürdigkeit schaffen und Kontaktangebote vermitteln. Wir haben dafür viele Formate zur Umsetzung entwickelt, es sei nur ein paar genannt. Behind the Scenes mit den Schauspielerinnen, Begriffs- und Tätigkeitserklärungen, Erklärvideos mit realen Pflegerinnen und Pflegern, die Szenen aus der Soap kommentieren, Hintergrundinfos, Kooperation mit Influencer und Influencerinnen. Und ich möchte jetzt ein ganz kurzes Beispiel zu einem sehr heiklen Thema zeigen. Das Wechseln der Inkontinenzanlage gehört auch zu unserem Job dazu. Es ist zwar nicht unser Hauptteil, aber auch diese Tätigkeiten führen wir durch. Und am Anfang ist es normal, dass man sich davor ekelt, aber irgendwann mal findet man auch eine Strategie für sich, wie man damit umgeht. Und wichtig ist auch mit Kollegen und Kolleginnen auch darüber zu sprechen. Ja, das war Julia. Sie ist Fachsozialbetreuerin und ist uns als Expertin zur Seite gestanden. Dramaturgisch haben wir die Serie in 3 Phasen aufgeteilt. In die Teaser-Phase auf unseren eigenen Social-Media-Kanälen und den Kanälen der Stadt Wien. Die Build-Up-Phase. Da haben wir eigene Nicht-Wieder-Mary-Accounts auf den verschiedenen Plattformen gelauncht und das quasi so als Rampe für den Start genutzt. Und dann die Main-Phase. Da gab es eine Pressevorführung. Wir haben begonnen, die Serie selber auszuspielen, pro Woche 3 bis 5 Folgen. Wir haben eine eigene Landingpage gelauncht, haben auch Out-of-Home-Werbung gemacht. Da ist einiges passiert. Die Kampagne ist dann insgesamt von Anfang September bis Ende November 2023 gelaufen. Gut. Was hat das Ganze jetzt gebracht? Das ist natürlich eine spannende Frage. Wir haben versucht, realistische Ziele zu definieren, mal was das ganze Digitale anbelangt. Wir haben auf Wien getargetet, und das sind jetzt unsere KPI für Meta, wie man sieht, die Ziele oben und die realen Zahlen unten. Da haben wir alles übertroffen, was wir uns selber vorgestellt haben. Auch für TikTok, YouTube, Display-Werbung sind es ähnlich beeindruckende Zahlen. Die Kampagne hat ausgezeichnet funktioniert, aber das sind Zahlen, wo wir aber gar kein Gefühl im Vorfeld hatten, wie wird sich das dann in harte Währung ummünzen, also in Interessierte, in Bewerberinnen und Bewerber. Und wir konnten das nur bei unseren Daten beobachten, weil unsere Partner, Partnerinnen da keine Beobachtung implementiert hatten. Aber allein bei uns gab es 1800 Bewerberinnen und Bewerber von September bis Dezember. Das sind um fast 50% mehr als im Vorjahresvergleich.
was uns wirklich sehr gefreut hat. Besonders erfreulich das Plus von 135% in der Pflegeassistenz. Und das ist insbesondere deshalb besonders wichtig für uns, weil Pflegeassistenz so der Einstiegsberuf ist für uns in Wien, wo die Interessierten am leichtesten Fuß fassen können in der Pflege. Insofern war das ganz besonders erfreulich. Was auch sehr schön ist, die Serie wirkt heute noch nach. Von Jänner bis März hatten wir im heurigen Jahr weiterhin ein Bewerberinnen-Plus von zumindest 25%. Was sind jetzt die Learnings für uns? Es war zwar nur ein Puzzleteil, und das möchte ich betonen, nur ein Puzzleteil in einem Gesamtkonzert. Man braucht ein attraktives Angebot, man braucht kostenlosen Zugang, man braucht die Finanzierung der Ausbildung, man braucht die Finanzierung des täglichen Lebens und natürlich in diesem Sinn eine hochkooperative Herangehensweise zwischen verschiedensten Partnern und Partnerinnen. Aber Pflege mal ganz anders in den Mittelpunkt zu rücken, das hat sich zumindest für uns bezahlt gemacht. Wir verzeichnen mehr Menschen, die unser Angebot wahrnehmen, und wir sehen, wie diese in ihrem Beruf so richtig aufgehen, was natürlich auch den Pflegenden zugute kommt. Und ich möchte jetzt, bevor ich ende, noch eine kurze Szene aus einem ganz anderen Format zeigen, aber das doch sehr deutlich demonstriert, wie sich so jemand fühlt, der den beruflichen Umstieg in die Pflege geschafft hat. Es belebt mich einfach. Das ist der Grund, warum ich es mache und was mir so viel Spaß macht, die Begegnung mit den Menschen. Und dein Gefühl dabei, nach so langer Zeit in einem Beruf, jetzt in unserem Alter ist ja nicht mehr so alltäglich, dass man dann noch wechselt. Ja. Aufgeregt, nervös, was Neues zu beginnen. Ich glaube, das war ein sehr vielfältiges Gefühlserleben, müsste ich fast sagen. Es war so aufregend, was Neues erleben zu dürfen. Ja. Natürlich habe ich mich im Vorfeld ein bisschen informiert, was kommt da auf mich zu, was bedeutet eigentlich die Ausbildung zum Fachsozialbetreuer mit Schwerpunkt Altenarbeit. Die wägen da schon ab, ob sie den Menschen das zutrauen. Das glaube ich schon, also das Gefühl hatte ich schon auch. Ja. Aber ich muss sagen, das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum ich nach wie vor also so ein, das hört sich jetzt ein bisschen eingebildet an, so ein Feuer in mir spüre für diesen Beruf. Ich mag ihn wahnsinnig gern, dass ich mich einfach richtig platziert fühle. Ja. Gut, für uns war nicht wieder Mary natürlich ein voller Erfolg, aber was passiert jetzt bei Soaps, wenn die erste Staffel gut läuft? Richtig, es folgt meistens die zweite oder die dritte, manches endet nie. Wir zumindest arbeiten gerade an Staffel 2, das kann ich verraten, und sie wird im Jänner rauskommen. Mehr darf ich leider heute noch nicht sagen. In diesem Sinn jetzt mal danke, dass ich das vorstellen durfte. Ein großer Dank auch an Sherin Quell, die hier sitzt, die Projektleiterin, und an Kai Wichmann von unserer Agentur. Wir stehen jetzt und nachher natürlich noch für persönliche Fragen zur Verfügung. Dankeschön.